So, lieber Stefan, vielen Dank für die herzliche Begrüßung und auch für die Getränke. Bei Stoiber war da immer Mineralwasser drin, also ich bedanke mich schon, dass da ein gescheites Bier dabei ist. Also danke und Prost für alle. Liebe Freunde, ich möchte erstmal alle Helfer begrüßen, die das hier möglich gemacht haben. Überhaupt vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Stefan. Und vielen Dank an alle unsere ehrenamtlichen Helfer von der AfD für diese großartige Veranstaltung. Liebe Freunde, uns verfolgen jetzt Hunderttausende in einem Livestream im Internet. Und ich möchte da eben auch unsere vielen tausend Mitglieder begrüßen, die uns zuschauen. Und ich möchte auch meine Familie, meine Frau und meine zwei Kinder begrüßen. Liebe Anna, lieber Peter, schaut her. Alle diese Menschen, die sind gekommen, weil sie genauso wie wir in der AfD sich Sorgen machen um eure Zukunft. Und natürlich begrüße ich Sie alle sehr herzlich, dass Sie heute gekommen sind. Es gehört viel Mut, sich zur AfD zu bekennen, hierher zu kommen, denn Sie wissen ja, wir schießen auf alles, was sich bewegt, vor allem auf kleine Kinder und Frauen. Ja, und besonders natürlich ich und auch unsere Bundesvorsitzende, die Trägerin der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, eine vierfache Mutter, jetzt zum fünften Mal schwanger, Frau Dr. Frauke Petry. Ich begrüße auch sehr herzlich die versammelten Medien. Wir haben hier über 50 Medienvertreter, viele Fernsehteams und vor allem die Kollegen vom ARD und ZDF. Ja, ich merke das schon an den Buhrufen. Ja, die Medien sind vor allem im AfD-Umfeld in den letzten Wochen und Monaten heftig in der Kritik gestanden. Und ganz ehrlich, also ich kann es gar nicht so nachvollziehen. Ja? Also ich fühlte mich bestens unterhalten in den letzten Wochen, gerade beim ZDF und der ARD. Vor allem, wenn ich an die Abendsendungen, so die um 20 Uhr herumlaufen, denke und dann die Vorhersagen, dass der Brexit nicht stattfinden wird oder dass Frau Clinton Präsidentin wird in den USA oder dass 70% der Deutschen immer noch Frau Merkel gut finden. Ich finde das prima, ja. Also das hat durchaus Unterhaltungswert. Ich denke aber, dafür müssen Sie nicht 9 Milliarden im Jahr kassieren, liebe Freunde. Und Sie werden dann auch sicher verstehen, dass wir von der AfD fordern, die GEZ-Zwangsgebühr abzuschaffen. Und wir wollen natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht völlig abschaffen. Da kann man gerne einen Kanal machen. Und ob der dann Fake News Germany oder Heute Show 24 heißt, das ist dann egal. In einem Punkt bin ich den Medien aber schon ein bisschen nachtragend, bin ein bisschen sauer. Denn ich habe bei diesen Begrüßungsreden, bei den vergangenen Veranstaltungen, ich mache sehr viele in Bayern, immer wieder auch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter von uns immer gedankt. Denn wir haben nicht nur, wir sind in der AfD, sind alle 4000 Mitglieder in Bayern sind ehrenamtlich. Wir haben einen halben Angestellten, ja, das machen alles Ehrenamtliche. Und das geht sogar so weit, dass manche Menschen, die in einer anderen Partei noch Mitglied sind, formal für uns arbeiten. Und ich habe mich immer bedankt bei meinem Pressesprecher Horst Seehofer. Ja. Kann ich jetzt aber nicht, weil ich glaube,
Die Heute-Show, die hat den abgeworben, der ist jetzt Gagschreiber bei der Heute-Show geworden. Ja? Naja, im Ernst. Also, letzte Woche war auf der Facebook-Seite von Seehofer, ich muss das vorlesen, ein eigener Post, da steht, wir gehen mit Angela Merkel in die Wahl und wir werden die Wahl gewinnen. Und dann noch dazu von ihm Kommentar, Deutschland steht nach 12 Jahren unionsgeführter Bundesregierung glänzend da. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie weit entrückt der Mensch ist von den Menschen im Lande, ja. Und ich möchte ihm deswegen einfach nur mal 2 Zitate von ungefähr 1200 Kommentaren, die da auf der CSU-Facebook-Seite aufgelistet waren. Das erste Kommentar ist, Deutschland steht glänzend da. Die Staatsschulden gehen durch die Decke. Die Bürgschaften für europäische Pleitestaaten werden Deutschland den Hals zuschnüren. Das EEG ist eine gigantische Verbrennung von Steuervermögen. Sparer werden enteignet, Migranten plündern und vergewaltigen. Die EU legt die Axt an die Demokratie. Aber uns geht's gut. Geht's noch? Und ein bisschen sanfter, ein zweites Kommentar, nochmal zu dem Satz, Deutschland geht's blendend. Da fragt der Zweite, ist das so? Viele Frauen haben Angst, allein zu joggen. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein ins Schwimmbäder. Der kleine Waffenschein hat Konjunktur. Tolle Entwicklung, CSU sei Dank. Und ich finde es ein bisschen unfair, dass man das so auf die CSU draufhaut, dass die dafür allein verantwortlich ist. Man muss das schon sehen, die Regierung besteht aus SPD, CDU und CSU. Und da ist die CSU tatsächlich das kleinste Anhängsel. Ja? Man sieht das ja, die Regierung aus SPD und CDU, die kann in Berlin durchregieren. CSU ist nur eine kleine Regionalpartei aus Bayern, die bundesweit nicht mal auf 5% kommt. Ja? Das heißt, man kann den Kleinen da jetzt nicht mal den Vorwurf machen, dass die alles verbockt haben, dass die nur am Rockzipfel vom Mutti drum hängen. Ja? Man muss, ja, ist doch so. Liebe Freunde, wir von der AfD sind dagegen bundesweit aufgestellt und wir sind auf dem besten Weg, zur drittstärksten Partei in Deutschland zu werden. Und ich habe jetzt von Facebook zitiert und ich weiß, bei der CSU, da liest doch keiner, was das Volk will, was man auf Facebook schreibt. Ja, das ist nur bei uns, dass Sie mit unseren Politikern, können Sie direkt, ich sehe hier viele Direktkandidaten, mit denen können Sie direkt auf Facebook kommunizieren, die antworten auch selber, das können Sie bei mir machen. Bei Seehofer liest das keiner. Der Seehofer, wenn er mit seiner gepanzerten Limousine in die Staatskanzlei fährt, der nimmt vielleicht noch mal so ein bisschen wahr, was in München an den Zeitungskästen steht, die großen Überschriften. Und die möchte ich ihm jetzt aber auch in Erinnerung rufen. Aus der Abendzeitung. Altersarmut steigt und steigt. Immer mehr Münchner leben in Not. Die große Pflegelüge. Während der Gesundheitsminister seine Reform lobt, sagen Patentschützer, die Bilanz stimmt nicht. Oder Rente. Jetzt wird's teuer, bis zu 26% Beitragssatz. Oder erschütternde Zahlen aus Bayern, 3/4 aller Frauen und 1/3 aller Männer, die jetzt in Rente gehen, sind armutsgefährdet. Und da behauptet Seehofer noch, uns geht's glänzend, liebe Freunde. Wie entrückt ist dieses Establishment? Und Bild-Zeitung, eine Headline aus der Bild-Zeitung. Zahl der Hartz-Empfänger aus Asylländern hat sich verdoppelt letztes Jahr. Und liebe Freunde, da sind wir bei dem Punkt. Da sind wir genau bei dem Punkt. Uns wird Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen. Sie sehen das, ja? Eine Partei, die sich einen Asylanten zum Vorsitzenden wählt, der eine Saupreisin zur Gastrednerin hat und einen Österreicher, ja? Wir sind fremdenfeindlich.
was uns bewegt und was die Menschen so ärgert, ist die soziale Ungerechtigkeit in diesem Lande, die mit der Masseneinwanderung verbunden ist. Ich zitiere jetzt mal Frau Merkel, wenn Sie schon länger in diesem Land leben, müssen es 30 Jahre lang in die Rente einzahlen. Jeden Monat müssen Sie Beiträge zahlen, damit Sie einen Anspruch auf Mindestrente erwerben. Und die Mindestrente ist 773 Euro nach 30 Jahren Beiträge. Ein Migrant, der noch nichts eingezahlt hat, kostet diesen Staat 35.000 Euro im Jahr. Und das sind nur Zahlen für einen Erwachsenen. Wenn er sagt, er ist noch nicht 18, dann kostet er 80.000 Euro im Jahr. Und diese 35.000 Euro, liebe Freunde, das ist exakt die Zahl, die eine deutsche Durchschnittsfamilie aus Vater, Mutter und zwei Kindern brutto zur Verfügung hat als Einkommen. Und liebe Freunde, solange das so bleibt, dann werden die Leute natürlich sauer, wenn Menschen aus fremden Ländern in Sozialsysteme einwandern, die hier nichts eingezahlt haben, Zahlungen bekommen, die wir denen nicht geben wollen. Dann werden die Leute natürlich sauer, so ist das. Und aus gutem Grund. Und niemand kritisiert die Migranten dafür, dass sie das tun. Denn die machen das Schlauste, was sie können. Wenn sie irgendwo ein Angebot kriegen, dann müssen sie dem folgen. Das ist doch klar. Was wir kritisieren, sind die Kartellparteien, ist der Zusammenschluss aus Verbänden und Parteien, die diese Gelder kassieren. Denn von diesen 35.000 Euro, da kriegen die Migranten das Wenigste. Wer kriegt das Geld? Das kriegen diejenigen, die die Unterkünfte stellen, diejenigen, die das Essen liefern, diejenigen, die die Bekleidung für die liefern. Und das sind die Wohlfahrtsverbände. Das ist die AWO, die an der SPD dranhängt. Das ist die Caritas, die an der CDU dranhängt. Und was ist das für eine Heuchelei von den Politikern? Liebe Freunde, das sind die gleichen Politiker, die in den früheren Jahren uns im Fernsehen erzählt haben, Rentenerhöhung, oh, es gibt kein Geld für Renten, die sich monatelang im Parlament erbittertste Kämpfe geliefert haben, ob jetzt die Rente um 2,3 oder um 2,4% erhöht wird, weil wir haben kein Geld. Die schwarze Null muss stehen, wir müssen sparen. Und auf einmal, wenn hier 1,2 Millionen Fremde reinkommen, heißt es von den gleichen Politikern, heißt es, Deutschland ist ein reiches Land, wir haben gut gewirtschaftet, das Geld ist ja da. Da sage ich, wenn das Geld da ist, dann soll es für deutsche Rentner ausgegeben werden und für Familien mit Kindern. Stattdessen wird es ausgegeben für Menschen, die keinen einzigen Cent in die Sozialsysteme eingezahlt haben. Und das sind unsere, meine, ihre Steuergelder. Und sind pro Jahr über 50 Milliarden. Und das ist eine Steuerverschwendung gewaltigen Ausmaßes. Und deswegen werden Sie verstehen, warum wir als AfD fordern, und wir haben es auch im Programm und wir werden es durchsetzen, dass Steuerverschwendung als Straftatbestand bestraft wird. Und liebe Freunde, was hat uns die Massenzuwanderung noch gebracht, außer gewaltiger Ausgaben? Ja, Sie wissen das. Es ist eine dramatische Verschlechterung unserer Sicherheit. In den Facebook-Posts auf Seehofers Facebook-Seite hat sich das schon wieder gespiegelt. Unsere Frauen haben Angst, alleine zu joggen. Unsere Kinder
gehen nicht mehr alleine in die Schwimmbäder. Aber das geht doch viel weiter. Wir haben das in Bayern erlebt. Hier in Würzburg lief ein islamistischer Attentäter mit einer Axt durch den Zug, hat da Menschen niedergemetzelt und hat Allahu Akbar geschrien. Und in Berlin, also die Vorzeichen waren klar. Alle Sicherheitsdienste haben gewarnt und trotzdem hat der Staat nichts dagegen getan. Bis es so weit war, dass in Berlin, im Herzen unserer Hauptstadt, kurz vor Weihnachten, ein islamistischer Attentäter mit einem LKW 13 Menschen umgebracht hat, über 50 Schwerverletzte. Das ist die Sicherheitslage, das ist die Situation in unserem Land, liebe Freunde. Und was machen unsere Sicherheitsbehörden? Habe jetzt vor 3 Wochen ungefähr in der Zeitung gelesen, habe mich gefreut, weil die Überschrift auf den ersten Seiten der großen Zeitungen: Razzien gegen mutmaßliche Extremisten. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, ich lese mal weiter aus der FAZ. Mit Durchsuchungen von Wohnungen in 6 Bundesländern ist die Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Extremisten vorgegangen. Sie werden verdächtig, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. Und der SPD-Justizminister Heiko Maas freut sich richtig. Unsere Behörden sind wachsam und gehen sehr konsequent gegen Extremismus vor. Liebe Freunde, und ich merke schon in Ihren Gesichtern, dass Sie sich sehr wundern, dass Sie das nicht glauben können. Ja, Sie haben recht, es geht nicht um den islamistischen Terror. Nein, es geht um die Reichsbürger. Unsere Sicherheitsorgane, unsere Bundesregierung ist offenbar, sie sind alle der Meinung, dass die größte Bedrohung unseres Landes nicht durch islamistischen Terrorismus stattfindet, sondern durch ein paar Spinner, die glauben, dass es diese Bundesrepublik gar nicht gibt. Ja? Und wir haben 1600 Personen, die die Polizei zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial zählt. 200 davon sind brandgefährliche Gefährder, wie Amri, der das Attentat begangen hat. Und trotzdem werden hier Hausdurchsuchungen gemacht bei Deutschen. Liebe Freunde, wir leben in einem komplett auf den Kopf gestellten Land. Und was sagt die Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu? Ja, das ist bitter und enttäuschend und diese Eingriffe waren unverhältnismäßig hart. Ups, Entschuldigung, ich habe mich schon wieder versehen. Das Zitat ist schon von Frau Angela Merkel, aber das betrifft nicht die Hausdurchsuchungen. Das betrifft nicht den Terror. Das betrifft jetzt einen Deniz Yücel, einen türkischen Journalisten, der in der Türkei verhaftet wurde. Liebe Freunde, nur dass Sie wissen, wer das ist, dieser Deniz Yücel. Sie kennen Thilo Sarrazin? Thilo Sarrazin hat einen Schlaganfall gehabt und deswegen ist seine Gesichtshälfte gelähmt. Und dieser Deniz Yücel, der hat in seiner Kolumne in der Taz geschrieben über Sarrazin, dieser lispelnde, stotternde und zuckende Menschenkarikatur, die sollte noch einen Schlaganfall haben und möglichst einen schwerwiegenderen als den ersten. Und wenn so jemand in der Türkei in Haft genommen wird, da macht sich die Bundeskanzlerin Deutschlands große Sorgen. Das findet sie unverhältnismäßig. Aber wenn 13 Menschen kurz vor Weihnachten um 50 schwer verletzt werden durch einen terroristischen Anschlag, da sagt sie gar nichts. Da schweigt sie über eine Woche. Und dann lässt sie über andere Minister verlautbaren, ja, wir müssen lernen, mit dem Terror zu leben. Liebe Freunde, wir wollen nicht mit dem Terror leben. Und wir werden auch nicht mit dem Terror leben. Und deswegen sagen wir auch als AfD, alle
die nicht rechtmäßig hier sind, sollen wieder zurück in ihre Heimat. Und vor allem alle, die für die Toten, für unsere Toten verantwortlich sind, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und ich sage an die Adresse der Politiker, Gnade euch Gott, denn wenn wir in den Bundestag kommen, wir werden es alles aufarbeiten. Der Untersuchungsausschuss Merkel wird kommen. Liebe Freunde, nur ein kleiner Einschub. Wir haben viele ehemalige Soldaten in unseren Reihen. Wir haben auch viele Bürger, die sagen, ja, in Zeiten der Bedrohung von außen und auch von innen muss die Bundeswehr helfen. Und ich habe so ein bisschen verfolgt, was unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen so gemacht hat. Und die war um Weihnachten herum bei der Truppe in Afghanistan, denn Sie wissen, Bundeswehr verteidigt jetzt unsere Demokratie in Afghanistan. Und die hat dann aber kurz nach dem Besuch in Afghanistan ein Seminar für Führungspersonal der Streitkräfte eingerufen. Und da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, so, jetzt geht es gegen den islamistischen Terror, jetzt wird vielleicht auch die Bundeswehr so ein bisschen wachsam, wird uns verteidigen. Und das war ein wichtiges Seminar, da waren Parlamentarier eingeladen, die Führung der Bundeswehr, die sollten das alle dann auch in die Truppe hineintragen. Und der Titel des Seminars hieß Umgang mit sexueller Identität und Orientierung in der Bundeswehr. So soll die Toleranz für sexuelle Randgruppen gestärkt und die Bundeswehr für Minderheiten mehr geöffnet werden. Und liebe Freunde, wenn ich sage, dieser Staat steht auf dem Kopf, das ist ein weiterer Beweis dafür. Und wenn in Zeiten des Terrors, wenn in Zeiten der Bedrohung unseres Landes das wichtigste Anliegen unserer Verteidigungsministerin ist, die sexuelle Orientierung in der Bundeswehr zu diskutieren, da braucht man sich nicht wundern, wenn in den Zeitungen Witze, also gibt es eine Karikatur, die ich da gesehen habe, da steht ein Gefreiter mit so einem Eimer Farbe, mit einem Pinsel vor einem rosa Panzer und sein Vorgesetzter sagt ihm, ja Schulze, super, wenn der Russe das sieht, der läuft weg, weil der hat große Angst vor Schwulen. Vielleicht unterschätzen wir die von der Leyen. Ja, vielleicht denkt sie auch, ja, die ganzen Araber, die ganzen Islamisten, die sind auch homophob. Das wirkt schon, wir streichen die Panzer rosa ein. Liebe Freunde, bevor ich zum Schlusswort komme, möchte ich noch mal darauf eingehen, dass wir Heinz-Christian Strache hier haben und viele Freunde von der FPÖ und dass wir schon seit Monaten intensiv mit unseren Freunden von der FPÖ in der Blauen Allianz zusammenarbeiten. Warum machen wir das? Wissen Sie, wir sind eine Gesinnungsgemeinschaft. Genauso wie Heinz Christian und seine Freunde in Österreich, genauso wir hier in Bayern und in Deutschland. Wir machen es, weil uns die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegt. Keiner, der der AfD beitritt, kann sich davon Vorteile versprechen. Wir kämpfen um die Zukunft unseres Landes. Und ich habe das aufgezeigt. Wir kämpfen gegen ein Kartell von Altparteien, die sich auch zusammengeschlossen haben. Hüben wie drüben von der Grenze. Aber das, wozu die sich zusammengeschlossen haben, das ist eine Bereicherungsgemeinschaft an uns, an unseren Steuern.
Und liebe Freunde, wenn Sie wollen, dass sich Leistung wieder lohnt, dass unsere Rentner besser gestellt werden als Menschen aus fremden Ländern, die nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Wenn Sie wollen, dass unsere Frauen ohne Angst in den Innenstädten wieder spazieren gehen. Und wenn Sie wollen, dass unsere Bundeswehr wieder das Land verteidigt, dass Polizei wirkliche Verbrecher jagt und dass Medien berichten, statt Fake News zu verbreiten, dann wählen Sie die AfD. Unser Landesvorsitzender Peter Büstron, danke für die Aufklärung über unser Flintenuschi und über die pinken Panzer.